Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Alex. Alter Alex, plündern? Oh. Dann hat irgendjemand das vor uns getötet. Gut. Er treibt sich oft hier rum. Bemerkenswertes Land. Ja. Okay, wir speichern kurz und... Oh, halt dich kurz, ich bin müde. Wo war deine Lieblingsstelle zum Entspannen nochmal? Der Aufzug, der ins verbotene Tal nach Südwesten führt. Warum? Schon gut. Okay, wie du meinst. Okay. Was? Aha! Komm her. Achtung! Sehr gut gemacht, mein Freund. Diese Bestie hat genug Leute hier getötet. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich irgendjemand hier überhaupt getötet hat. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Waren wir hier drin schon? Ich glaube ja. Andererseits ein Flugblatt. Vielleicht doch nicht. Doch waren wir. Hier sind wir ja so reingekommen. Gut, und jetzt mit deinem Gefährten an unserer Seite sieht alles schon viel besser aus. Okay. Wir nehmen die ganze Zeit Setzerbrot mit. Moment. Hier ist also irgendwo eine Leiche. Oder auch nicht. So, wir haben es hierher geschafft. Dann gehen wir rüber. Natürlich gehört das jetzt mir. Was war das für ein Geräusch, dieses oh. Also hier irgendwo soll man es finden. Hey, mein Freund. Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir... Ja, ja. Hey, mein Freund. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Stan, also... Okay, die hatten auch ein Jetpack. So, wir speichern. Nur um sicher zu gehen. Sehr gut. Oh, das ist ja ein Junge. Okay. Die Brücke beim Aufzug sollte also hier sein, oder? Ich sehe hier aber nichts. Die Brücke scheint... Oh, kaputt zu sein. Ich sehe immer noch nichts. Warte. Der Berserker tot. Setzerbrot. Achim ist tot.
So, und hier gelandet. Okay, gut. Ah, die sind von da oben. Ich habe mich gefragt, woher die... Diese Berserker kamen, die hier unten lagen. So. 2 Punkte, die gehören mir. Und das Fleisch, damit kann man ja schön was braten. Aber sollte es nicht hier sein, irgendwo? Moment. Schauen wir uns das mal an. Zahn um Zahn. Versteckte Schatulle. Okay, können wir gerne machen. Aber zuerst schauen wir uns hier unten ein bisschen um. Da unten war doch noch so eine... ein Kabelvieh, oder? So ein richtig hässliches Teil, ein Herrscher. Da. Los geht's! So, wow. Sehr gut, 90, okay, Terrorvogel. Wie sieht's bei dir? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir sie... Okay, er vergöttert mich. Und wir wissen, was da los ist. Aber zum Glück haben wir den Terrorvogel einfach so gekillt. Wir speichern nochmal, denn in diesem Spiel ist Speichern nichts Schlechtes, auch nichts Feiges, denn man kann an jeder Straßenecke sofort sterben. Die Lastenschaften eines Verbannten. Okay. Okay, der hat noch volles Leben. Oder wieder volles Leben. Gut, bevor wir da weiter... Heilpflanzen. Mächtige Heilpflanze. Okay, gut. Wir wissen, das ist so ein fieser Sack, also... machen wir uns zuerst mal auf den Weg. Fliegengeräusche gehört. Gut, wir sollten aber nicht hier sein. Gut, dann gehen wir hier und zack. Da unten. Aha. Ah, sehr gut. Beschaulich. Ja, schön beschaulich. Versteckte Schatulle. Wir speichern nochmal. Und schauen mal rein. Sind das Kaskinstände? Nein, Moment. Altes Flugblatt. Melde nicht nur dich, sondern auch deine Liebsten zu unserer Eignungstests an. Infinity Skies für eine bessere Zukunft. Und
Gestern hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Ich bereue meine Verbrechen und würde vieles ungeschehen machen, könnte ich noch einmal zurück. Ich weiß, dass wir Berserker an die Gegebenheiten anpassen. Wir Berserker an die Gegebenheiten anpassen müssen, wenn wir in dieser verfluchten Welt überleben wollen. Wir haben zwar einen guten Weg gefunden, doch es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Klar sieht man sich an, was wir hier in Edan aus dem Nichts und der Zerstörung erschaffen haben, kann man nur stolz drauf sein. Doch wird es immer schwieriger, den jungen Leuten zu vermitteln, lieber den Schwertkampf zu lernen und auf die Magie zu vertrauen, als den hochtechnisierten Versuchungen der anderen Völker zu erliegen. Der leichte Weg ist nicht immer der beste und unser Erfolg gibt uns ja auch recht, aber in Goliath spricht niemand darüber, aber man merkt schon heute den inneren Konflikt, den jeder von uns mit sich selbst austrägt. Am Ende werden wir uns selbst eingestehen müssen, dass die alten Gesetze in vielen Punkten längst überholt ist und erneuert werden müssten, wenn wir unsere Gemeinschaft zusammenhalten wollen. Andernfalls wird die Zahl der Verbannten hier unten im Tal noch drastischer ansteigen. Ja, das glaube ich auch. Gut, ist das... Zerstörte Setzling... Erhalten! Der ehemalige Besitzer wusste wohl nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Ich habe Versteck gefunden. Hier. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Ein einfaches Danke hätte gereicht. In der Schatulle war ein zerstörter Setzling. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Gar nichts, deine Tat ist nachvollziehbar. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Das werde ich eher entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Zuerst, wir haben ja vorhin gespeichert. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein.
Das kannst du ja gerne versichern. Niemand wird dir glauben. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Der zerstörte Setzling ist deiner, stimmt? Hier. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Steht neutral zu dir. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon. Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Asko hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Das Urteil. Wie steht es um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Er findet mich seltsam. Solange wir nichts selbst schnell speichern, können wir immer noch da zurückgehen. Ich will nur sehen, ich will ihn eigentlich nicht verpfeifen. Er soll ja... Warte. Mal sehen, was passiert. Ich habe meine Untersuchung angeht. Glaubst du, hast den Auftrag, den Mörder und deine... Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mörder an einem deiner Männer aufzuklären. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zu haben. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr. Streng dich ab. Okay. Ja? Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Der Drückeberger Brian war es. Die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge. Hier. Duras selbst ist der Mörder. Verräter, wie kannst du es wagen, mich? Schweig, ich will wissen, was er vorzutragen hat. Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter! Mag sein.
aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu! Ich habe nichts mehr zu verlieren! Lass mich nur machen! Okay. Heftige Scheiße. Gut, automatisch, Schnellspeicherung. Gut. Also, wo haben wir es hier? Der versteckte Setzling. Was haben wir hier? Das kennen wir ja alles. Hinterlassenschaften eines Verbanden, bla bla bla. Gut, ich will ihn eigentlich nicht verraten. Er ist mein erster Kumpane. Hier. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Endlich. Was machst du jetzt damit? Die Schatulle hier. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles. Es wurde schon genug. Aha. Und wie? Ab hier ist für... Warte mal. Tatsächlich? Ja, fassen wir zusammen. Fassen wir mal. Es... Ach. Du hast gemacht. Einer der... Und? Ganz einfach. Was? Rocks. Ja. Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen ver... Du warst zur... Mehr noch. Du wolltest auch nicht, dass ich... Ich... Nein, gib es auf, Duras. Du... Das ist auch... Jetzt, wo du es weißt... Okay, gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Mal sehen, was passiert. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Das ist doch besser für dich. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Okay. Hier. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon. Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings. Du kannst... Asko hat ge... Da hast du ihn direkt noch vor der... Den Setzling verstecktes... Was Barin dazu brachte vor ein paar... Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es. Du siehst eine Menge. Barin hat dich noch nicht erpresst. Barin... Das sind zwei... Okay, nehmen wir das hier? Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Okay, er fährt mich. Aber dass meine Kälte gesunken ist und das... Wartet. Ja, er macht das eigentlich ungern. Schnellspeicherung haben wir. So, haben wir schon reingeschaut? Ja. Ah, hier. Ich hab... Hier, diese Sch... Hier. In der Schatulle. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der... Egal. Gut, ein einfaches Danke hätte gereicht. Ja, danke. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall. Warte mal. Tatsächlich. Ja, okay, hier. Fast. Es. Ach. Du hast gemeint, einer der Setzlinge ist aber ver... Und? Was tut das zu... Ganz einfach. Was? So ein Un... Rock sagte... Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisung... Du war... Mehr noch. Du wolltest doch... Ich glaube, du hast deine... Ich war... Nein, gib es auf, Duras. Na und? Er hat es auch... Das ist offensichtlich... Jetzt, wo du es war...
Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Okay. Wenigstens sagt er... Der zerstört... Und wenn schon? Ganz oft. Du kannst... Asko hat... Da hast du ihn direkt... Den Setzling... Was Barin... Jedenfalls fand er dort den zerstört... So war es doch. Du siehst einem... Barin hat dich noch nicht erpresst. Das sind's. Aha. Also, wir kennen es ja, deshalb werden die Sache besprochen. Und ich denke, dass wir... Ich hab... Ich könnte... Du könnt... Das Risiko... Du glaubst doch nicht... Dann zieh deine... Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es... Okay, Moment. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Okay, vergöttert mich nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu Ragnar. Ja. So. Und hier werden wir... Wache, das du hast. Wir haben ja kurz gespeichert. Was sagte Gritschka? Die Waffen sind aus dem gezogen. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jora wird sie unbrauchbar machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da, für dich. Danke. Pass auf dich auf. Ja, danke schön. Werde ich machen. Gut, nachdem wir das erledigt haben, Ragnar. Hier. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord. So ist es. Und dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht un... Er hat alle Bürger... Der Mörder wird... Mhm. Ja, okay. Ich kann dir... Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Okay, Duras selbst ist der Mörder. Nein, er will niemand opfern. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Ach, verdammt. Ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Askors Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Okay, wegen meiner Unterstützung angeht, ja. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihn bei seinem Mutanten... Außerdem bist du ihm bei... Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest... Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Ja, ich denke, okay. Du kannst noch weitaus mehr. Streng dich an. Gut. Komm, wir reden nicht direkt vom Ragnar. Wir gehen ein bisschen außerhalb zu meinem Freund. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Sehr gut. Wir hatten doch ein Level Up. Mindestens ein... Was heißt hier mindestens ein? Es scheint nur ein... Kleriker, nein. Was haben wir? Schwere Waffen.
Akrobatische Stärke könnten wir. Granate, wir haben wieder nur einen Lernpunkt. Überleben könnten wir ein paar gute Esser. Handwerke haben wir unabsichtlich ein paar. Aber was wichtiger ist, ist so Persönlichkeit. Attributspunkte. Gerissenheit. Das ist das, was. Okay, Gerissenheit. Was macht das? Sofern du Ortlauf bist, erhält es möglich, dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Naja. Das ist hier 20, oder? Ja, wir nehmen es. Wir müssen irgendwann auch. Aber hier. Beim nächsten Level Up können wir das machen. Attributspunkte. Ah, hier unten. Gut, wir haben auch gleich gespeichert. Verdammt, was soll ich lernen? Was für. Ja. Wir könnten Beil. Aber dafür brauchen wir so viele Punkte. Hier bei Persönlichkeit, erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung durch getötete Feinde. Bücherwurm haben wir, lesen gibt dir zusätzliche Erfahrung. Praktiker, du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen, das wäre auch toll. Falscher Händler gibt dir einen Rabatt. Kampftheorie. Für deinen Kampfwert, Überleben, Handwerkerwert, Persönlichkeitswert. Dafür brauche ich überall 40. Gruppe. Kampfkraft deiner Gefährten, aha. Advokat. Zahle weniger für deine Verbrechen. Tiefgrund. Ist das Attribut? Gibt dir einen zusätzlichen Attributspunkt mit jedem Levelaufstieg. Dafür brauche ich Intelligenz 50. Emotional. Ausgeglichen synthetisch, ja. Gruppe brauche ich Intelligenz 30. Intelligenz 30 brauche ich ja auch für irgendetwas anderes, oder? Ich glaube für falschen. Nein, da brauche ich nur 20. Werden wir ja sehen. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.